Liebet es auch. Hallo, hier bin ich mal wieder. Und wer uns auf Snapchat verfolgt, weiß, dass ich jetzt gerade hier wieder hergefahren bin, weil wir nämlich morgen auf die Partnerfährt gehen in Leipzig mit Niki. Was ihr auch schon mitbekommen habt, wenn ihr unser letztes oder vorletztes Video angesehen habt, auf jeden Fall das Niki Goes Video. Und wir werden natürlich auch ein Video über Niki auf der Messe drehen, was dann so einer Woche oder so online kommt. Ich verspreche es euch ganz dolle. Und wir haben noch ein paar andere Sachen in Planung, die wir auf der Messe machen wollen. Aber jetzt geht's hier erstmal weiter mit dem nächsten Abschnitt. Grömlitz, Sommer 2013. Corinne und Tamara kommen zu spät in die Kirche. Sie sind gerade am Kirchberg, als die Glocken zum Gottesdienst läutet und hasten in ein vollbesetztes Gotteshaus. Noch nie hat Corinne die schlichte, erhabene Kirche von Grömlitz so vollgestopft gesehen. Alle Plätze sind besetzt. Selbst im Gang zwischen den Sitzreihen stehen Stühle. Der Zugang zur Empore ist geöffnet und auch auf den Stiegen sitzen Menschen. Tamara und sie schieben sich mit entschuldigenden Blicken an den Leuten vorbei. Alle schon mal gesehen, alles Nachbarn weiter oder näher und keiner blickt auf. Keiner würdigt sie eines Blickes. Oben auf der Empore finden sie in der hintersten Reihe an der Wand zwei Stehplätze. Rechts und links rücken die Menschen ab von ihnen, sodass sie einigermaßen Platz finden. Pfarrer Meiner spricht ruhige und tröstende Worte über Dietmars plötzliches Ableben und das tiefe Loch, das er in die kleine Kirchengemeinde hinterlassen hat. Aber erst, als sich die Stimmen der Gottesdienstbesucher zu brummelnden, undeutlichen Gesang verdichten, steigen Corinne Tränen in die Augen. Dietmar hätte jetzt voll angesetzt, erinnert sie sich, laut und falsch und herrlich, mit einer tiefen Bärenstimme, die jedoch rein war und voller Inbrunst. Und sie holt tief Luft, schiebt sich unter ihre Stimme und ihr ebenso lauter und falscher Alt hebt sich in voller Lautstärke über das Gemurmel der Gemeinde und schwebt klagend, misstönend und irgendwie archaisch im Raum. Wie eine uralte, tiefe Totenklage. Tamara bohrt ihr den Ellenbogen in die Seite. Die Leute rechts und links von Corinne fangen an zu tuscheln und rücken ab. Unten erheben sich Köpfe, um die Quelle des lauten Missklangs zu orten. Pfarrer Meiner jedoch fährt unbeirrt fort. Die Sargträger Hans Kumnit, Heiko Bagger, Mike Gummel und der Bürgermeister erheben sich und stellen sich an den vier Seiten des Sarges auf. Corinne singt und singt, laut und schrill, über dem Klang der Gemeinde. Sie weiß, dass das nun ihre Art von Protest ist. Wo wart ihr, als Dietmar noch lebte? Geächtet habt ihr ihn, gemieden, ihn, den Reinen, den Ehrlichen. Schandtaten habt ihr ihm unterstellt. Sie singt und singt, dass ihr der Hals brennt. Sie kann nicht mehr aufhören, diesen letzten, diesen lauten Tribut an Dietmar zu entrichten. Der Sarg setzt sich langsam in Bewegung, zur geöffneten Kirchentür hinaus, hinter Pfarrer Meiner dem Friedhof zu. Corinne schiebt sich durch die Menge, die nun aufsteht und sich schnarrend und rutschend hinter dem Sarg einordnet. Noch immer klingt das Lied. Sie schiebt sich an allen vorbei. Sie wird die Erste sein. Wie eine trauernde Witwe wird sie hinter dem Sarg gehen, noch vor den Verwandten, der Familie, die im Dorf noch nie gesehen wurden. Hinter den verlogenen Sargträgern, die nun Trauer heucheln. Sie war Dietmars Freundin. Sie wird ihnen mit ihrem Gesang auf seinen letzten Weg begleiten. Getuschel dringt an ihr Ohr. Sie war es doch, die ihn ins Grab gebracht hat. Hätte er sich doch nicht mit ihr eingelassen. Bevor sie kam, war alles gut hier. Sie sah verschwinden. Die Hexe. Kam nie was Gutes von Libertas Haus. Wessi, Hexe. Hexenpack. Nun so laut, dass sie es hören muss. Sie drängt sich weiter. Tamara stolpert hinter ihr her, zieht sie am Ärmel, versucht sie zurückzuhalten. Oh, Mami, bitte lass das, flüstert sie drängend in ihr Ohr. Merkst du das nicht? Sie hassen dich. Sie wollen das nicht. Unwillig schüttelt sie Tamaras Arm ab und drängt sich weiter. Da, dem Bruder, dem Vetter, dem Neffen einen Schubs mit dem Ellenbogen. Und sie ist es nun, die direkt hinter dem Sarg geht. Den Rücken gestrafft, das böse Geraune und Gezischel hinter ihr, zieht der Zug hinter Corinne und Tamara den Steinweg zum Friedhof hinauf. Mami, bitte! Sie hört das Schluchzen in Tamaras Stimme, aber sie kann nicht. Sie kann jetzt nicht aufhören. Sie kann nicht anders. Tränen laufen ihr in stetem Rinnen die Wangen hinunter. Sie muss hier sein. Sie geht und singt, den Blick starr auf den Sarg gerichtet. Sie singt. Sie hört die anderen nicht mehr. Aber sie singt und weint und singt und trauert. Plötzlich spürt sie eine Berührung an ihrer Seite. Und da schiebt sich Tamaras Hand in die ihre. Und Tamara schließt sich zu ihr auf. Sie hört ihren Atem. Und dann erhebt Tamara ihre reine junge Stimme und fällt in den Gesang ein. Das alte Kirchenlied wird getragen von ihrem vollen Sopran wie ein Engelgesang und erhebt sich über Corinnes Trauer zu reinen, wundervollen Tönen. So gehen nun die beiden Frauen, die junge und die ältere, weinend hinter dem Sarg, wie zwei Witwen nun, Freundinnen, die dem Freund die letzte Ehre erweisen.
Dahinter, die Gemeinde hat nun Abstand genommen und zischelt weiterhin böse. Corinne spürt es, wie Wellen, die an ihren Rücken brannten. Sie drückt Tamaras Hand und mit gleichmäßigem Schritt, ohne sich umzudrehen, folgen beide dem Sarg. Die Ablehnung, den Hass im Rücken, wie eine Mauer. So, das war's auch schon von heute, für heute. Das, wie ihr wisst, das kriege ich immer nicht so genau hin. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es von heute oder für heute heißt. Ich bin mir da wirklich nicht sicher. Deutsch, Abi und so einfach mal vergessen. Ich hoffe, euch hat die Szene gefallen, Mut gemacht. Ich persönlich habe gerade bei mir im Freundinnenkreis leider relativ viele, die ihre Großeltern verlieren, was ich unglaublich schade finde. Und ich hoffe, ich habe hier, glaube ich, irgendwo wieder Holz, dass meine Oma noch sehr, sehr lange lebt und sehr, sehr alt wird, weil ich sie unglaublich lieb habe. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist, wenn man so einen geliebten Menschen verliert. Und ich hoffe, dass euch so ein Abschnitt, wenn ihr in so einer Situation seid, wirklich Kraft gibt und Mut gibt, um zu eurem Trauer zu stehen und darüber hinwegzukommen. Und ich hoffe, dass ich viele von euch morgen sehe. Und sonst sehe ich euch beim nächsten Abschnitt. Tschüss!